Madame Magullis, Ladies and Gentlemen, willkommen im Kriegsrat. Warum? Denn es ist geschehen. Wir werden angegriffen. Und endlich an der richtigen Festung. Das heißt, dieses Mal, ich weiß nicht, ob die Säubung hier spawnt oder ob sie nur hier im Umkreis angreift. Keine Ahnung. Also, ich hoffe, dass sie nicht von da kommen. Aber ist nicht schlimm. Wir werden jetzt testen, ob unsere Verteidigungslinien halten oder wo die Makel sind. Das werden wir jetzt sehen. Und zum Beispiel einen habe ich schon bemerkt. Wir haben keinen vernünftigen Beobachtungsturm. Der hier ist zu klein. Das heißt, wir brauchen irgendwie vielleicht von dem Turm eine Brücke hier rüber und dann hier wirklich einen hohen Turm, der uns die Möglichkeit gibt, über alles drüber zu gucken. Nun ja, ich persönlich hoffe wirklich, dass sie nicht von hier kommen. Wir haben hier nur 4 kleine untrainierte Skorpione. Nun ja, in 50 Sekunden geht's los. Ich würde sagen, wir genießen jetzt gemeinsam noch das Intro. Und eine Sache habt ihr leider verpasst, weil das Wetter aufgehört hatte. Es war gerade am Regnen, es war am Stürmen, Gewittern hier im Spiel. Und ich kam mir vor wie bei Helms Klamm. Schade, dass das aufgehört hat. Nun gut, bis gleich. Los geht's. Ich hoffe ja wirklich, dass sie da spawnen. Das wäre optimal. Aber ich befürchte fast, dass dem nicht so ist. An sich nicht schlimm, wir haben überall Leute. Doch. Oh, perfekt. So. Oh, jetzt wäre eine Nicht-NPC-Bogenschützin oder ein Bogenschütze wirklich, wirklich gut. Wobei, die kommen genau aus der richtigen Richtung. Und offenkundig hat unsere erste Wache schon getriggert. Ich weiß allerdings nicht, ob unser Skorpion irgendwas ausrichten kann. Weil ich bin ganz ehrlich, wirklich Schaden macht er nicht. Also gar nicht. Ich frage mich auch, ab wann unsere Bogenschützen triggern. Und mir ist das nächste aufgefallen. Wir brauchen eine Leiter hier hoch. Ja, solange das noch nicht der Fall ist, muss ich mal ganz kurz fliegen. Denn wir wollen ja auch was sehen, nicht? Wir wollen ja nicht nur rumstehen. Naja, ich habe noch was für euch. Wir könnten nämlich theoretisch dort, wo die Fahne ist, das ist circa der Einschlagsbereich von diesem Tribok. Eine einzige Kugel ist noch geladen. Das heißt, sollten wir es irgendwie schaffen, die dahin zu locken. Es war eigentlich Koop geplant, diese Falle, dass einer die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht, sich dahin stellt und dann wird gefeuert und man zerschlägt die gesamte Truppe. Aber, naja, jetzt gerade bin ich allein. Aber ich hatte echt Glück, dass der Angriff mal exakt an der richtigen Stelle stattfand und nicht willkürlich irgendwo. Natürlich ist das vielleicht jetzt langweiliger beim Zuschauen, dass ich einfach nur rumstehe oder rumklettere. Aber genau das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Ich habe nämlich gedacht, ich höre doch was. So, und jetzt haben wir nämlich das erste Problem bemerkt. Hinten sind deutlich weniger Wachen. Die Skorpione kämpfen da mit jemandem. Und ich habe gehofft, dass sie nicht versuchen, die Wände einzuschlagen, sondern dass sie erstmal prioritär versuchen. Wer ist denn da? Ach, Sonja. Durchs Tor zu kommen. Also wir brauchen hinten auf jeden Fall mehr Bogenschützen. Ich hoffe, dass ich sie jetzt nach vorne locken konnte. Also der Skorpion da vorne hält echt schon gut was auf. Worauf schießen die? Ernsthaft? Wisst ihr was? My home is my castle. Jetzt halt mal mit zu verteidigen und nicht alle anderen das machen zu lassen. Erik der Verfluchte. Ah. Ein kleiner Schwerenöter. Warum? Weil er gleich schwer in Nöten ist. Der hier muss weg. Nein! Okay, jetzt ist er auch schwer in Nöten. Aber hey, so war das eigentlich nicht geplant. Ist das der normale? Ja. Ja, ich dachte mir schon, dass sie von hier angreifen werden. Ich hatte gehofft, dass sie es nicht tun, aber ich habe es mir irgendwie gedacht. Da bin ich jetzt ist Ulrik der Verfluchte. Wollt ihr mich denn eigentlich veräppeln? Na gut. Dann kriegen wir noch einen verfluchten Bogenschützen. Oder auch nicht. Oh, Mist. Also, wenn ihr doppelt E drückt. Ja, okay, das war jetzt dumm, Ulrik. Wenn ihr doppelt E drückt,
dann könnt ihr eure Gefährtinnen, whatever ihr gerade so um euch rum habt, also Plural geht ja nicht, also Gefährtinnen, was auch immer, überzeugen, aufzuhören. Ich befürchte allerdings, selbst mit einem Schaden stirbt er. Ja, es ist zu mächtig gewesen, unsere mächtige 1% Keule. Aber was soll man machen? So ist das Leben. Jetzt gucken wir erstmal, ob die Verteidigung vorne hält. Weil meine schlimmsten Befürchtungen waren, dass sie nur von hier kommen und ich nicht in der Lage sein werde, die gesamten Verteidigungslinien zu prüfen. Und ich habe das Gefühl, dass dem fast so ist, weil der Skorpion fängt da vorne alles ab. Wirklich alles. Aha, die ersten Bogenschützen reagieren. Das ist gut und gleichzeitig schlecht. Also sie kommen lieber hier durch. Okay. Wisst ihr, was wir da machen? Dann sperren wir bis zum Berg ab. Also wir ziehen hier die Mauer weiter bis zum Berg. Und verhindern so, dass jemand... Hallo? Jemand hier durchrennt. Alle hier durchrennen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wenn die meinen, sie müssten drumherum rennen. Okay. Akzeptiere ich. Dann werden wir halt die Bogenschützen verlegen. Verdammt. Also, ich wollte es ja testen und ich kann es jetzt sehen. Aber mein Hauptziel ist es ja sowieso, dass wir hier rundherum Bogenschützen aufstellen. Also ich will ja wirklich die gesamte Mauer rundherum voll haben. Das heißt, das ist jetzt im Prinzip nur ein temporärer Fehler. Oh, der Skorpionkönig, Königin ist tot. Und dass sie hier nicht drüber schießen können. Und dass die Bären und alle anderen da eigentlich nur dumm rumstehen. Das halte ich ebenfalls für einen Nachteil. Ja, komm. Möchtest du vielleicht aufgehen? Hier drinnen warten noch welche, die Spaß haben wollen. Also eigentlich habe ich gehofft, die Bären halten ordentlich was aus. Bertha. So, wir müssen hier eindeutig mal Einstellungsprobleme lösen. Aktivitäten. Alle Gegner angreifen. Meine Güte, ist das so schwierig? Alle Gegner angreifen. Aktivitäten. Alle Gegner angreifen. So, unsere Bogenschützen können offenkundig nicht... Oder doch? Doch, sie schießen. Das ist gut. Und sie haben auch schon einen erledigt. Das finde ich klasse. Also... Wenn wir tatsächlich Bogenschützen auf den Mauern haben, können wir, und das beweisen die beiden mir da gerade, diese Mauern ganz gut verteidigen. Super. Gut, das ist der erste Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob er so funktioniert. Also unsere Wände haben auf jeden Fall gelitten. Da brauchen wir mal einen Reparaturhammer. Aber das hier zum Beispiel darf nicht passieren. Also wir müssen versuchen zu verhindern, dass der Feind sich unter uns stellen kann. Patrouille der Verfluchten wurde besiegt. So, also mein Vorschlag ist, wir ziehen die Wand hier weiter. Dann verlieren wir wieder eine Eisenader. Aber das ist nicht schlimm. Wir ziehen sie hier durch. Und machen das hier oben weg. Moment, war es das jetzt? Also, war das die komplette Säuberung? Das war jetzt nicht unbedingt viel, ne? Und wir haben auch nur einen verloren. Unseren Skorpion. Aber der hat sich hoffentlich tapfer geschlagen. Okay, obwohl der Graue Lotus hatte. Na gut, der war Level 1 oder 2. Ich weiß es nicht. Skorpion-Kadaver. Stand da nur Skorpion oder Skorpion-König? Ne, Skorpion-Kadaver. Haben wir wirklich nur einen verloren oder haben wir die ganzen Leute hier hinten auch verloren? Ich hatte eigentlich gehofft, dass 4 Skorpione eine ordentliche Überraschung bieten werden, aber offenkundig war dem nicht so. Dann war noch die Sache mit den Bären. Die Einstellung passte überhaupt nicht. Aber da seht ihr, die haben einfach das falsche Essen. Das ist nämlich das Problem, wenn ihr mit einem Futtertrog arbeitet. Deswegen, das werde ich korrigieren. Wir arbeiten dann nicht mehr mit Futtertrögen, sondern wir geben das Essen jetzt nur noch persönlich. Das ist halt Tamagotchi-mäßiger. Da müsst ihr viel häufiger kontrollieren. Das finde ich an sich nicht gut. Aber... Oder ihr müsst halt nur noch ein Tier haben, also eine einzige Art von Tier, dass ihr den Futtertrog immer damit voll machen könnt. Aber ihr seht ja, es bringt halt nichts,
wenn ein Skorpion Fleisch bei hat. Das bringt überhaupt nichts. Naja, gut. Also wir haben unsere Mini-Skorpione verloren, wir haben unseren Skorpion-König Typ C da quasi verloren. Und ansonsten eigentlich niemand. Obwohl ich die Tür aufgemacht habe. Ich hatte nämlich gehofft, jetzt laufen alle wie krank raus. Naja, war jetzt nicht der schönste Purge, aber kann man das nicht sogar irgendwie... selber voll machen? Irgendwie ging das. Nö, ist immer noch leer. Falls ihr dann zufälligerweise wisst, wie das geht, könnt ihr mal die ganzen Kommentare... Könnt ihr das ja mal alles in die Kommentare schreiben. So, der Purge ist voll. Dann versuchen wir doch mal, ob wir ihn auch starten können. Wo gehen die jetzt hin? Ja, aber wohin? Da ist kein X, da ist kein X, da ist kein X. The heck? Automatisch dann bei mir, oder? Das passt jetzt natürlich super, so überladen wie ich bin. Aber hey, ich hab's angeklickt, also darf mich jetzt nicht beschweren. Ja, wir dürften zumindest, bis ich abgeladen habe, standhalten. Aber hey, meine Verteidigung an sich hat funktioniert. Also sie sind nicht reingekommen. Das war ja schon mal mit meinem Hauptanliegen, zu erreichen, dass der Feind draußen bleibt. Trotzdem haben wir einen Skorpion verloren. Das ist nicht so schön. Aber es war irgendwie abzusehen, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe ihn ja extra nach draußen gestellt. Ja, ja, ja. Unsere Basis wurde gefunden. Da, da, da. Die Bande stiegischer Söldner wurde besiegt. Ja, es ist interessant. Also wir haben ja nicht mal groß gekämpft. Also ich finde, wir sind schon sehr gut. Mittlerweile sind wir so gut, wir besiegen ohne kämpfen. Ah, das ist ja nicht mal pazifistisches Let's Play. Schön. Lass uns doch erstmal abbinden. Das klingt falsch. Lass uns doch erstmal verbinden. Und dann gucken wir mal weiter. Also ich würde sagen, das gecheatete Purge-Meta funktioniert nicht ganz so reibungslos. Wir können ja mal... Das habe ich beim letzten Mal nämlich gemacht. Da bin ich spazieren gegangen, bevor der Purge anfing. Und dann bin ich zu meiner Basis hingelaufen. Weil ich gehofft habe, erstmal wollte ich wegbleiben. So nach dem Motto, okay, gucken, wo das X auftaucht. Und als ich dann hier runter rannte, da tauchte das X hier auf. Und deswegen, vielleicht ist es so, dass ihr erst weg sein müsst und dass dann die Basis, worauf ihr zulauft, auch angegriffen wird. So nach dem Prinzip, die Späher verfolgen euch und wissen dann, wo eure Basis ist. Wisst ihr? So. Vielleicht hätten wir nicht den gecheateten Purge machen sollen, sondern diesen anderen. Die Konvergenzfalle. Also schon wieder besiegt. Wir sind so gut. Also ich sehe kein X und das macht mich traurig. Ja. Es gab doch noch ein anderes Start, oder? Also wie ihr seht, also im Cheaten bin ich überhaupt der Beste. Deswegen, da könnt ihr mir voll und ganz vertrauen. Tja, ich würde sagen... Wenn man noch kein X bekommt, schade. Naja, dann werde ich bestimmt gleich irgendwann mal gefunden, wenn ich die Aufnahme ausgemacht habe. Aber hey, wir wissen doch jetzt zumindest schon mal, wo unsere Problemzonen liegen. Zwar definitiv hier am Eingang. Also hier hat ja gar nichts funktioniert. Hier hat wirklich nichts funktioniert. Also hier stehen zwei Bären und wer ist das? Ein stygischer Kämpfer 3 mit einer super Waffe. Wo hatte ich die 8 in der Kiste, genau. Und eigentlich genügend Essen für 10 Leute. Wenn man bedenkt, dass jedes Mal so ein großes Elefantenstück genommen wurde. Und er hat halt nichts gemacht. Absolut gar nichts. Man greif alles an. Weißt du was? Und greif auf, sagen wir mal, eine recht mittlere Distanz an. Was ist mit euch hier?
Da seht ihr, das ist, was ich meine. Also zum Beispiel hier habt ihr verschiedenes Essen drin, ne? Weil eben hier, er ernährt sich davon. Ich habe für die Pferde was gemacht. Oh, Olaf? Jetzt sag nicht, Olaf ist tot. Ey, das wäre ja jetzt mal... Nein, Olaf geht's gut. Okay, Olaf, für eine Sekunde hatte ich ein bisschen Schockmoment. Guck mal, jetzt hat er übrigens auch Ernährung. Olaf kann jetzt essen. Das heißt, unser Jojo könnte tatsächlich leben. Yay! Was ich sagen wollte, es hat nichts geklappt. Wir müssen alles richtig einstellen. Und, wo ich gerade stehen geblieben bin... Oh, wait, what? So ist dein Loch. Habe ich etwas verpasst? Also hier war definitiv kein Loch. Ursprünglich. Okay. Also. Das hier muss ich wahrscheinlich jetzt entsorgen. Weil einfach zu viele davon essen. Und dann muss ich mich darum kümmern, dass jeder halt so sein Essen kriegt. Immer. Ich persönlich finde das ein bisschen viel Arbeit. Weil es ist echt viel Arbeit. Zum Beispiel er hier holt sich gerne Honig raus. Das ist auch okay. Die dürfen Honig essen. Ihr seht, die können all das essen. Nur... das beste Ergebnis erreicht ihr natürlich mit dem besten Futter. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, zum Thema welches Futter für wen, da habe ich diverse Guides zu. Das kann ich euch auch mal verlinken. Ansonsten, ich kann euch auch nochmal einen komplett neuen machen, wo wir nicht auf spezielle Tiere als Gefährten eingehen, sondern das Futter im Allgemeinen vielleicht mal betrachten. Sowas wie, welches Futter für wen? Wir können alle aufzählen in dem Guide. Wir können dann auch sagen... Ist das Futter überhaupt nötig? Futterrelevanz ja, nein. Was ist der Unterschied von schlechtem oder gutem Futter? Wie definiert sich gutes Futter? Also wir könnten mal einen Futterguide machen. Und wisst ihr was? Das machen wir auch mal. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt. Denn die Folge ist vorbei. Es hat euch hoffentlich gefallen. Also wir wurden immer noch nicht gefunden. Nirgendwo. Und obwohl wir gar nicht so viel gemacht haben, konnten wir enorm viele Kenntnisse gewinnen. Und deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Denn wir konnten zum allerersten Mal live, ungecheatet und ohne irgendwelche Einflussnahme von irgendwas, testen, wie unsere Verteidigung läuft. Und wir haben Schwachstellen entdeckt, die es zu füllen gibt. Ich sag nur hier hinten. Das heißt, die Mauer hier zum Beispiel muss durchgezogen werden. Und das werde ich dann auch bei Gelegenheit tun. Zum Beispiel, ich werde einfach diese Eingänge hier sperren. Am besten so und nein, irgendwie schräg, wenn ich kann. Oder halt wirklich... Ne, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Bogenschützen müssen die Chance haben, darüber zu schießen. Ich glaube, ich kappe dann ab hier ab und ziehe eine Mauer rüber, sodass hier eine kleine Kante entsteht, dass die Eckbogenschützen gerade hier rüber schießen können und das gesamte Stück hier, wo ich stehe, in Beschuss nehmen können. Ich glaube, das mache ich so. Weiß ich aber noch nicht genau. Wird noch geplant. Gut, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Ja, nicht vergessen, Patreon werden oder Mitglied. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Valado Heres, euer Wolf.